Hören Sie drei Fun Facts über die Oper Norma von Vincenzo Bellini. Die Arie Castrativa ist nicht nur der Höhepunkt der Oper, sondern eines der großartigsten Opernstücke, die je geschrieben wurde. Giuditta Pasta, die Norma der Uraufführung, weigerte sich zuerst, die Arie zu singen. Bellini musste 7 Versionen für sie schreiben, bis sie sie akzeptierte. 1958 brach Maria Callas eine Vorstellung im Beisein des italienischen Staatspräsidenten ab. Diese Unpässlichkeit wurde zu einem der größten Theaterskandale hochstilisiert und fand während Wochen weltweit mediale Beachtung. Norma ruft mit 3 Gongschlägen zum Krieg gegen die Römer auf. Shirley Barrett schlug in einer Aufführung den Gong so hart, dass er beim ersten abbrach. Die restlichen Schläge musste sie mit dem Stumpf schlagen. Therese Titjens schlug beim Ausholen des Hammers sogar ihren Tenor K.O.